Hallo, ich grüße euch zum Tag 15. Ich habe heute die Sendung von heute Tag erst früh gemacht, weil die Bauleute wollten dann fort. Den Beitrag im Anschluss zeige ich dann noch. Da seht ihr auch mal, wie das aussieht, wenn gebaut wird. Das ist ja nur die Steilwand, damit wir ja, ordentliches Bild machen können. So, was gibt es Neues? Es gibt Reaktionen auf unser Schreiben R7. Wie gesagt, ich habe den Leuten empfohlen, bitte erstmal, bis wir das neue R12 fertig haben, die R11 nutzen. Hat seinen Grund, weil erst in der R11 ist, sind sie so eingehangen in die Sache, dass sie nicht mehr rauskommen. Ihr seht hier im Hintergrund das Schreiben, was jetzt jemand erhalten hat, aufgrund der R7. So, aus der R7 kommen sie möglicherweise raus, aber man kann die R11 ja nachschicken. So, was ist hier los? Stadt Leipzig. Was ist Stadt Leipzig? Leipzig ist eine kreisfreie Stadt, eine sogenannte Hauptamtmannstadt vom Kaiser, und den Status der Hauptamtmannstadt kann auch ein Freistaat der Stadt nicht entziehen. Auch durch eine bundesdeutsche Wahl wird der Rechtsstand der kaiserlichen Hauptamtmannstadt nicht entzogen. Aber das Logo, was hier oben ist, ist ein gewerbliches Logo, ist also nicht das Logo der staatlichen Struktur, sondern einer Staatssimulation. So, hier steht Pass- und Meldeweisen, Ausweisbehörde. Behörde kann alles sein, eure Schwimmmeister kann eine Behörde sein. So, also. Gut, müssen wir uns jetzt nicht weiter damit beschäftigen. Interessant ist die Argumentation. Also ihr kennt ja deswegen haben wir ja die Schreiben mit R durchnummeriert, damit ihr wisst, welcher Rechtsstand ist verlangt worden, welcher ist zurückgeantwortet. So, das heißt, er müsste jetzt mit der R11 nachwaschen, um einen neuen Rechtsstand zu erzeugen. Weil das ist der Verwaltungsakt zur R7. Und mit dem Schreiben R12 wird die R7 zurückgezogen und die R12 eingehangen. Er könnte jetzt die R11 schicken oder warten, bis wir die 12 haben. Dann würde die 12 die 11 ersetzen. Und das machen wir so lange, und dann ziehen wir im Prinzip die Schraube immer enger, bis sie nicht mehr rauskommen und bis wir mit der Klagegemeinschaft durch sind. So, die Klagegemeinschaft ist BV 239 Verweserwahl. Wir brauchen einen Verweser, wir brauchen auch die Siegelrechte, und die Siegelrechte kriegen wir über Referendum. So, wenn dann Pegida mal endlich aufgewacht ist und Wesen endlich wieder Staat heißt, dann können wir wirklich mal was zusammen reißen und der Simulation die Rechtsstaatlichkeit zurückholen und in einen Rechtsstaat verwandeln. Und zwar mit ordentlich gewählten Behörden, ordentlichen Bestallungsurkunden und Leuten, die sich an Recht und Gesetz halten. Und diese Frau gehört hier nicht dazu. So, also weiter. Ich lese mal vor. Ne? Also, Ihr Schreiben vom 24.25.11. Interessiert alles, ne? Ist R7. Das heißt, R11 hinterher schicken, weiter geht's. In dem letzten Schreiben teilen Sie nun mal mit die Kündigung des Personalstatus mit. Aha. Die Forderung zur Kündigung des Personalstatus kann ich nicht entsprechen, da im Verwaltungsverfahren keine Kündigung möglich ist. Wir sind nicht im Verwaltungsverfahren, wir sind im Arbeitsrecht. Im Arbeitsrecht gibt es immer eine Kündigung. So. Sitzsklaverei. Ein Arbeitsrecht verwalten hat mit Verwaltungsrecht nichts zu tun. Wir sind im Arbeitsrecht, in der Sklavenhalter-Simulation Bundesrepublik. So, da Sie mit dem Kündigungsschreiben Ihr vorhergehendes Schreiben ersetzt haben, besteht hier seitens der Meldebehörde kein weiteres Handlungserfordernis. Ein weiterer Schriftverkehr wird dazu nicht erfolgen. Genau, schickst du R11 hinterher und bitte die Korrespondenz uns mitteilen. Wir schwatzen das hier immer. Und bitte so viel wie möglich Rückmeldung. Weil wir nehmen nämlich die Leute, die euch die Ablehnung schicken, in die Klage mit auf. Also die werden dann sozusagen Beklagte. Klagen gibt es für Möglichkeiten, entweder wir machen es innerhalb einer EU-Staat, aber günstiger wäre es, wenn wir es direkt am Sitz der Genfer Konvention machen. Genfer Konvention, Europäische Menschenrechtsrichtlinie, dort die Klage einhängen. So, und da hat die Frau Merkel ein Riesenproblem, weil die nämlich sofort bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich die Klatschstellung machen muss. Und zwar für alle, die der Klage beitreten. Und wir haben jetzt mal veranschlagt, dass wir 10 Euro pro Person, die also da beitreten, brauchen. Und wir können die Klage auch nur betreiben, wenn wir aus dem Kaiserreich rausklagen. Es geht nicht anders. Also Bundesrepublik raus können wir nicht klagen. Wir müssen aus dem Kaiserreich herausklagen, und zwar wegen Sklaverei. Weil der Kaiser hat die Staatssimulation nicht bestellt. Und wir stehen immer noch im Notstandsrecht vom Kaiser. Da hat sich nichts geändert. Auch wenn die Schulen und die Presse und die Politiker irgendwas erzählen von Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist eine Verwaltung, die von den Alliierten mal eingesetzt worden ist. Aber die Bundesrepublik ist am 17.07.1990 juristisch gelöscht worden.
Wenn sich dann eine Firma gründet, die genauso heißt wie die Bundesrepublik, damit es keiner merkt, und am 18.07.1990 weitergemacht hat, analog DDR, und die DDR hat dem Vorhaben zugestimmt, dann wissen wir doch, warum Putin bis gestern der Frau Merkel ein Ultimatum gestellt hat, die Asylfrage abschließend zu klären. Und nachdem sich Putin in der Richtung geäußert hatte, machten die Bankenkurse alle gen Süden. So, das heißt, die Leute, die Sammelstellen sind, haben sich bitte bei mir umgehend zu melden, damit wir Sicherungsmaßnahmen für die bereits eingegangenen Schenkungen machen können. Bitte aufpassen, es könnte das Geld verfallen. Bereits am Wochenende ist es möglich. So, also, Sicherungsmaßnahmen, mich anrufen, wir erklären das, wie das gesichert werden kann, damit hier nichts anbrennt. Alles klar, gut, weiter. Wir machen den Sender, egal was kommt. Und wenn die uns prügeln und verschleppen, ist egal, der Sender wird gebaut. Und jeder, der hier einsteigt, also 5 Euro ist sozusagen das, wo wir sagen, brauchen wir von Start ab, weil wir müssen ein Studio einrichten, wir müssen die Technik haben. Ich habe gestern die Hochrechnung unserer Techniker gehört, was also sozusagen ein größeres Studio, wo also Studiogäste mit da sind, wo wir also unser Show aufnehmen, kostet. Und da liegen wir mit unserer Kalkulation gut, aber wenn ihr denkt, dass das alles für ein Abel und Ei zu haben ist, ist nicht. Ja. Sendequalität wird definiert durch ein Normungsinstitut und das ist einzuhalten. Da habe ich euch ja gestern schon erklärt, dass es eine R-Kontrolle sein muss. Also wir wollen ein Radio mit Newsbeiträgen machen. Also ein Fernsehbild, wo ein Studio gezeigt ist und nicht über YouTube oder irgendwas. Da haben ja halt Leute geschrieben, gibt's doch schon alles, machen wir doch schon. Da guckst du doch rein, da sind die bei YouTube. Na, YouTube haben wir doch, haben wir nicht. Wir wollen über Astra. Ne? Astra parallel zu ARD und ZDF. Und immer dann, wenn ARD und ZDF gesagt haben, der böse Putin hat das und das gemacht, wir haben ja eine neue Meldung von ARD und ZDF, dann kommt das Bild und dann kommt die korrigierte Meldung. Möglicherweise mit einer Stellungnahme der russischen Botschaft oder vom Präsidenten oder von Russa.de oder was weiß ich. Und dann platzt das Ding. So, dann warten wir wieder bei NTV oder bei ProSieben oder bei RTL, wenn irgendwelche Schwachsinn erzählen, wir sind in der Bundesrepublik, wir sind Mitglied der Europäischen Union. Nee, sind wir nicht. Der Kaiser hat es nicht bestellt. Nee, sind wir nicht. Die wollen das. Ist eine Willenserklärung. Ja, unsere Politiker können ja sagen, das deutsche Volk muss ersetzt werden oder verdünnt werden oder was, wie sich die Grünen ausgedrückt haben. Also das heißt, die haben den Häuser versprochen, unten in Afrika. Das sind aber die Häuser von den Leuten, die hier mit Bausparvertrag gebaut haben. Man will dann sozusagen die Bodenrechte entziehen, indem man die 100 Jahre abwartet oder 99 Jahre abwartet, nachdem die letzte Eintragung im Kataster passiert sein kann. Ja, das heißt, da lohnen die 99 Jahre. Wenn sich dann keiner meldet und den Verweser wählt, verfallen die Bodenrechte und dann wirst du aus dem Haus gejagt, weil du ja unrechtmäßig auf dem kaiserlichen Grund gebaut hast. Und dann machen die eine Gründung mit dem gelben Schein. Und du wisst doch genau, warum der gelbe Schein in der Bundesrepublik verlangt wird. Weil die überall eine neue Staatsgründung, was Illegales drüber gründen wollen, über das illegale Konstrukt. Und dann sagen, jetzt haben wir eine neue Staatsgründung und das sind nur Afrikaner und Libyer und Syrer Staatsangehörige. Alle anderen haben das Land innerhalb von 48 Stunden zu verlassen, weil die 48 Stunden ist nämlich kaiserliches Recht. So, und wenn ihr euch nicht bewegt und wenn ihr endlich mal den Finger zieht, dann wird genau das passieren. Euer Auto gehört euch ja schon nicht mehr. Ja, weil ihr eben den Rechtsstand zum Kaiser nicht erklärt habt. Sobald ihr in den Stand reinkommt, Personalstatus gelöscht, gehört euer Auto, wenn ihr von 4 Uhr gearbeitet habt. Momentan habt ihr einfach nur eine Zahlung geleistet, also wie eine Vorkasse. Aber der Eigentumswechsel ist noch nicht passiert. Der Eigentumswechsel passiert erst, wenn du den Personalstatus los bist. Weil dann bist du im Kaiserreich und über Chefgesetz 52 wirst du dann mal Eigentümer. Und eher passiert das nicht. So, und genauso hältst du es mit dem Grund und Boden und mit deinem Haus, was da drauf gebaut ist. Es gehört dir noch nicht. Du hast gearbeitet, du wohnst da drinnen, du heizst da drinnen, du gehst da, Gewohnheitsrecht, aber mehr passiert nicht. Eigentumswechsel passiert nur über einen amtlichen Verwaltungsakt. Und da kann dieses Logo der Stadt Leipzig nicht funktionieren. Es muss das Logo rein, vom im vorhergehenden Tag erklärt habe, dass sie die Siegelrechte erwerben muss. Und das müssen die Leute machen, die in dem Gebiet wohnen. Und wenn die das nicht machen, wenn die denken, ihr Haus ist seins, werden sie böse Überraschung erleben, bis dann irgendjemand kommt und so, ich habe hier einen Titel von Amt. Und dann stehen noch 10 Polizeihörner und dann laden sie da alles in Sperrmüllcontainer, das, was sie mit mir versucht haben. Ja, deswegen mache ich ja das. Deswegen will ich euch heraus, weil ich weiß, wie es läuft und wie man rauskommt aus der Nummer und wie man Schadenersatz kriegen kann. Ja, deswegen arbeite ich ja Tag und Nacht und schlafe kaum noch. Also bewegt euch und hört auf mit der komischen Fahne dran rumzulenden. Nehmt die Staatsflagge, die ich euch erklärt habe, und dort geht's zur Pegida. Und wenn ihr ein Haus habt und das behalten wollt, geht hin, auch mit der richtigen Flagge.
Und da habt ihr nicht mehr viel Zeit, weil momentan fackelt das Bankensystem ab. Kann sein, dass am Wochenende schon alles zu spät ist. Also bewegt euch und dreht euch. Wenn ihr es nicht macht, euer Problem. Nächste Geschichte. Ja, muss ich mal gucken. Jetzt gibt es natürlich Leute, dass sie in die Reichsbürgerbewegung Leute reinschleusen, die dann irgendwas gründen wollen oder umordnen ohne Siegelrechte. Da kommen solche Karten raus. Da hat sie hier einen kaiserlichen Orden, Deutsche Kaiserreich. Aber das, was hier steht, hat damit nichts zu tun. Aus diesen Ländern können nie Staatsangehörigkeiten kommen, weil das nämlich alles gewerbliche Logos sind. Und das ist die miese Nummer. Und ich weiß ja, wo es her ist, das ist vom Staatsministerium entworfen, um die Reichsbürger aufs Glatteis zu führen. Also klappt diesen Dreck nicht. Das hier oben ist das Falsche, ist niemals das sächsische Wappen. Ich hab's. Die Flagge, die ist drüben. Ach ja, wegen Dreck, wegen Baudreck. Guckt euch die Bundesstaatenflaggen an, die andere ist eine Staatssimulation. Und dann wandelt ihr im Versailler Vertrag, Auto weg, Haus weg, Frau weg, Verhaftung und ausgeschafft aus Deutschland. Also bewegt euch und glaubt nicht so einen Mist. Nächste Geschichte. Ja, wir haben inzwischen jetzt 244 Euro für unser Radioprojekt, weil wir die Leute erstmal informieren müssen. Die Leute wissen doch gar nicht, dass wir noch in der kaiserlichen Monarchie hängen. Weil nur der Gesetzgeber kann die Gesetze ändern. Nur der Verweser kann Gesetze ändern. Der Verweser hat man seit 27.10.1918 noch nicht. Und am Folge da ist durch die illegale in Amtssetzung Max von Baden ein Putsch passiert. Aber ein illegaler Putsch. Die Weimarer Republik hatte keinen Legitimationsübergang stattzuspielen. Deswegen kann die Bundesrepublik als Rechtsnachfolger der Weimarer Republik keine Legitimation kriegen. Das ist das Legitimationsdebakel. Es gibt eine kleine Ausnahme bei der DDR, weil die DDR hat nie die Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 angetreten. Und dort ist das Staatsangehörigkeitsgesetz illegal geändert worden. Das heißt, die DDR-Bürger haben den Rechtsstand noch vom Kaiser. Die Bundesrepublik nur dann, wenn sie zu Potte kommen und keine Wahlkommission gründen. Aber die am 17.07.1990 in der DDR gemeldet waren, haben aufgrund dessen, dass die Kommunisten immer gesagt haben, wir treten keine Rechtsnachfolge des Nationalsozialismus an, genau die entscheidende Zeitspanne, wo das angebliche Staatsangehörigkeitsgesetz durch Hitler geändert wird, obwohl Hitler kein Verweser war und es hätte nicht machen dürfen. Aber der Rechtsstand wird ja sagen wir mal, Überfall auf Mitteldeutschland, was anderes hat der Kohl ja nicht gemacht, die Leute verklapst. Ne? Die wissen nicht, dass sie die Bundesstaatangehörigkeit hat und der ist ja aus Leipzig. Und Leipzig gehört zu Mitteldeutschland. Mitteldeutschland steht im 1913 und 1914. Die Bürgermeisterin macht sich stark, aber die weiß noch gar nicht, was da blüht. Aber wenn die Klageschrift einmal eingeschlagen ist, wird sie dann schon munter werden. So, und wir haben ja aufgrund dessen, dass sie den Bundestagsbeschluss haben, sind sie in der Pflicht. Die müssen innerhalb von 14 Tagen müssen die das machen. Wenn die das nicht machen, treten die für alle Folgen ein. Wenn eine Polizei vorbeikommt oder Rechnung schreiben, GEZ, die zahlen das alles. Kann ich alles dieser Bearbeiterin hinschicken, sagt, die muss das bezahlen, die hat das nicht bearbeitet. Ob die sich im Recht fühlt oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Entscheidend ist, dass sie es machen muss. Und wenn sie als Bearbeiter genannt ist, hängt sie drinnen in der Privathaftung. Ob die im Auftrag gehandelt, interessiert nicht. Derjenige, der handelt, ist Notstandsleiter. Er muss wissen, was er tut. So, das müsst ihr begriffen haben. Wenn er das begriffen hat, ist alles gut. Ansonsten wird es Rotz. So, weiter. So, ach ja, 112 Jahre dauert es noch, wenn jeden Tag 15,30 Euro eingehen würden. Da könnt ihr mal die Tabelle angucken. Das ist der Stand. Ja, so, das sind noch nicht die Sachen dabei, die bei den Sammelstellen sind. Und es ist noch nicht das dabei, was nur auf dem Weg ist zur Sammelstelle. Und am Ende interessiert nur das, was gesichert ist. Und diese Sicherung, die lohnt sich nur, wenn mal eine gewisse Summe zusammenkommt. Man kann ja nicht mit Pillepalle dann immer einen riesen Aufwand betreiben. Habt ihr das jetzt gerissen? Geht. Wichtig ist Quittung. Es müssen alle Quittungen da sein. Auf keiner Quittung darf Spende stehen. Es ist nur Schenkung nach kaiserlichem Recht. Das ist bei der 239, bei der 240 zwingend notwendig. Sonst wird das nicht. Ja? Im Weimarer Blick. Hackt sonst rein. Weiter Geschichte. Damit ihr euch vernetzen könnt, führen wir den sogenannten Locator ein. Locator ist ein altes System, könnt ihr bei Wikipedia angucken. Das ist so ein Gebiet. Das ist im Prinzip ein schicker Ausschnitt aus dem Globus. Und zwar nach einem pfiffischen System. Ihr seht mal hier, das ist der Locator JO60. Das ist so ein Gebiet um Chemnitz. So sieht das aus. Na, wenn man vier Buchstaben angibt, kommt man hier raus. So, das ist JO60. So, hier ist Chemnitz. So, da gibt es für jede Stadt gibt es sowas. Das ist JO, das ist dieses große Gebiet. Da gehört der Teil Norwegen, Polen und hier unten der obere Teil von Deutschland. Na, das andere sitzt dann da unten. Ja, und so wird der Locator gebildet.
könnt ihr bei Wikipedia mal gucken. Und da gibt es auch ein Tool, so eine Webseite, die stelle ich euch dann noch einen Videolink rein, wo ihr nachgucken könnt. Das ist die Locator-Karte. Ja? J.O. ist es hier, was wir gerade gesehen haben. Und dann gibt es diese kleinen Felder. Und die 60, was ich euch vorhin gezeigt habe, Moment, wo ist er? Genau, sitzen wir hier. Ne? Also in dem Feld ist JO 60 an der Stelle. Also das ist dort, wo Chemnitz liegt. So, und das gibt es für jede Stadt gibt es so eine Zuordnung und dann gibt es noch eine feinere Unterteilung des Locators. Das könnt ihr euch aber selber angucken. Ich würde vorschlagen, wir belassen es bei den vier Buchstaben. Die Sammelstellen sind für den Bereich von vier Buchstaben zuständig. So, das heißt, Dresden reicht gerade so rein. Wir bräuchten jetzt noch eine für Thüringen, um JO eine Sammelstelle zu haben. Das werden wir demnächst noch organisieren, wie und wo wir das machen. Wir müssen es ein bisschen sichern und so weiter. Man kann nicht jeden nehmen. Ja, Sammelstelle ist nur, wer offiziell registriert ist. Momentan gibt es nur eine einzige. Das ist die Sachsenvision, die gestern hier da waren und uns mal erklärt haben, wie man gesunde Lebensweise praktiziert. Und wir haben da also richtige Experten, auch wenn sie nicht so aussehen wie die Experten, aber das sind sie, die haben das Wissen. Ja. Und so schnell, wie er die Kokosnüsse aufgemacht hat und wir alle mal kosten durften und Avocados und alles wunderbar, zeige ich euch dann noch im Anschluss und wir werden sie auch nochmal an einer großen Runde einladen und wir werden die nochmal ihr Wissen mal wirklich über unseren Kanal lassen. Da halte ich mich auch mal ganz zurück, da muss ich nicht immer im Mittelpunkt stehen. Die Wissensträger sind die, die wir sehen wollen. Und wir wollen auch bei dem zukünftigen Sender auch mal ein paar Kameraleute zeigen, die ihren Garten mal zeigen, was die alles gemacht haben mit Permakulturen und Landsitz und was auch immer. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Daily-Sübsen. Wir brauchen die Erfahrung von Leuten, wie sie mit gewissen Problemen im Alltag klargekommen sind. Wie sind sie denn klargekommen mit ihren Kindern, die eine andere Rechtsauffassung von diesem System haben? Wie kann man das lernen? Wie kann man die Probleme mit dem Jugendamt und so weiter wegfangen? Das ist wichtig. Da brauchen wir Informationen. Da brauchen wir die Wissensträger und dann können wir in der Weise auch weitergehen. So, und da bitte ich euch einfach, dass ihr da in der Weise zusammenhaltet, euch an die Sammelstelle wendet, dass dort auch, nimmt bitte auch die Quittungskopien, also das Original kriegt derjenige, der das Geld hat und die Kopie bleibt da. Die muss aber leserlich sein und die muss so ausgefüllt sein, wie sie im Facebook als Muster da ist. Ich mache auch heute nochmal ein Muster für die BV 239, für die 10 Euro, für den Beitritt der Klage. Momentan ist es noch überschaubar, aber es kann ja mal sein, dass alle raus wollen aus dem System. Und da müssen wir dann eine ordentliche Verwaltung haben. Wir müssen auch externe Leute haben, die sich dann nur mit den Beitritten beklären. Weil wir müssen die inhaltliche Arbeit machen. Ich muss die inhaltlich in die Klageschrift verfassen. Das heißt, wir brauchen dann noch jemanden, der das verwaltet. Machen wir alles, erklären wir alles, machen wir alles über Sammelpunkte. Jetzt momentan müssen wir erstmal die inhaltliche Arbeit machen. Am Wochenende steht die R12 an, die Reinschrift. Montag, Dienstag kommen die raus. Ich hoffe, dass ich es schaffe bis Dienstag. Versprechen tue ich Dienstag, versuche aber am Montag, weil ich weiß, dass es braucht und dass er alle rausholt. Ja. Aber ich kann es leider nicht beschleunigen. Wir müssen wirklich alles prüfen. Das Wissen, was in der R12 eingegangen ist, das, was wir in den letzten halben Jahren mühsam erarbeitet haben. Das ist nicht uns gestern eingefallen, sondern wir arbeiten lange dran und erst einmal gesichertes Wissen haben. Mit Siegelkarten und dem ganzen Zeug, was neu rausgekommen ist. Das arbeiten wir dort ein und dann gehen wir damit los. Und nicht eher. Wir wollen niemanden verheizen. Dieses Schreiben ist übrigens keine Ablehnung, sondern eigentlich der Freifahrtschein in die erfolgreiche Klage. Das wissen die bloß noch nicht. Die dazugehörige Klageschrift und die Reaktion auf das Schreiben basteln wir. Was ein, zwei Tage brauchen wir noch. Da haben wir auch die Musterschreiben, dass ihr diese Schreiben hier, diese Fake-Schreiben beantwortet könnt. So, ich mache mich erstmal wieder an der Arbeit. Ich habe heute noch ein bisschen zu bauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann entweder heute Abend oder morgen Abend wieder. Gut, alles klar, dann sichert auch euer Einkommen. Ihr wisst ja, die Finanzkrise steht wieder mal vor der Tür. Diesmal ist sie ein bisschen größer und hat noch einen mitgebracht. Tschüss.